Ein neuer Monat hat begonnen, sehr geehrte Zuschauer. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur ersten Regionalmagazin-Ausgabe im Monat Juni 2015. Am heutigen Kindertag heiße ich auch alle Kinder recht herzlich willkommen vor dem Fernseher. Schön, dass auch ihr mit dabei seid. Genau zu euch kommen wir im Verlauf der Sendung, denn wir waren an einigen Stellen unterwegs, wo ihr unterwegs wart, wo ihr gespielt habt. Doch mehr dazu im Verlauf der heutigen Sendung. An erster Stelle natürlich auch unser Glückwunsch für den ersten FC Magdeburg, für den Aufstieg in die dritte Liga. Ein großartiges Spiel am zurückliegenden Sonntag. Wir begeben uns natürlich auch heute bzw. sind heute am Montag nach Magdeburg gemacht. Mehr von diesen Bildern dann in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazines. Was wir heute noch vorbereitet haben für Sie, hier kommt sie, die Übersicht. Fahrraddemo, 2 Stunden Radeln für neuen Radweg. Viertes Kinderfest. Freitag und Samstag fand ein großes Kinderfest bei Thomas Philips statt. Und erreichbar. Gewerbetreibende und Geschäfte trotz Baustelle für ihre Kunden da. Darüber hinaus haben wir natürlich heute den meteorologischen Sommeranfang, sehr geehrte Zuschauer. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat heute, laut dem Kalender, laut den Meteorologen, ist heute Sommeranfang. Und zum Ende der Woche soll es ja dann auch schon wieder besseres Wetter werden. Mehr dazu auch in unserer heutigen Wettervorschau. Doch beginnen möchten wir mit den Gewerbetreibenden in der Geschwister-Scholl-Straße. Trotz Bauarbeiten sind sie für sie da. Seit März dieses Jahres ist die Schönebecker Geschwister-Scholl-Straße wegen Bauarbeiten gesperrt bzw. teilweise gesperrt. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten, doch die meisten ansässigen Gewerbe und Unternehmen sind weiterhin erreichbar. So zum Beispiel die Fleischerei Brinkmann an der Ecke zur L51, Carpoint, Pkw-An- und Verkauf sowie Reifenservice und natürlich R&E Autopflege und Service. R&E bietet nun anlässlich der Bauarbeiten eine 15% Rabattaktion auf alle Motorwäschen, Unterbodenwäschen und Unterbodenschutz. Das Ganze bis zum 31. Mai 2015. Die Sanierung des ersten Abschnittes, also die Bauarbeiten, solle nach ca. 1,5 Jahren abgeschlossen sein. Bis dahin begrüßen Carpoint, R&E und die Fleischerei Brinkmann gern weiterhin ihre treuen Kunden. In unserem nun folgenden Beitrag begeben wir uns nach Prezin, genau gesagt auf die Verbindungsstraße zwischen Plötzky und Prezin. Denn dort fand eine ganz besondere Demo bzw. Aktion statt. Es wird für einen sicheren Fahrradweg geworben. Was genau passiert ist und wie die Hintergründe sind, hier ist unser Beitrag. Am Freitag, dem 29. Mai, gab es zwischen den Ortschaften Prezin und Plötzky eine Fahrraddemo für den Bau eines Radweges. Organisiert von Thomas Scheidt und Kerstin Becker befragten wir einen der Mitorganisatoren, den Ortsbürgermeister von Prezin, Günther Franke, nach dem Grund und Ziel dieser Demonstration. Ja, wir wollen mit dieser Veranstaltung hier heute noch einmal auf den fehlenden Radweg zwischen den Ortschaften Plötzky und Prezin aufmerksam machen. Wir haben hier zwei Ortschaften, die von der Infrastruktur her voneinander abhängig sind. Wir haben zum Beispiel die Grundschule in Plötzky, die Turnhalle ist in Prezin. Die Sparkasse ist in Plötzky, die ganzen Gesundheitseinrichtungen, der Allgemeinmediziner, der Zahnarzt, die Physiotherapie ist in Prezin. Zwischen den beiden Orten besteht kein Radweg. Wir haben zunehmend Verkehr, der auch aus der Richtung Zerbst-Leitzgau kommt. Es ist eine unmögliche Verkehrsführung für Fahrzeuge durch Gommern, sodass doch viele Fahrzeuge jetzt diese Abkürzung hier hinten durch ein Ladungsgebiet über Danischko nehmen. Der Ortschaftsrat Prezin hat schon seit vielen Jahren immer darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Radweg fehlt beim Landkreis. Hat nur abschlägige Informationen bekommen. Es wurde immer gesagt, ein Radweg wird es erst geben, wenn die Straße mal grundhaft saniert wird. Wenn man sich die Straße anguckt, wird das in den nächsten 20 Jahren nicht passieren. Sodass sich dann doch einige Bürger aus Prezin bereit erklärt haben, eine Unterschriftensammlung zu starten. Die ist 2013 dem damaligen Landrat Gerster übergeben worden. Wir haben bis heute keine schriftliche Stellungnahme dafür, was damit passiert. Und im
Wahlkampf des Landrates hat sich der Herr Bauer, der jetzige Landrat, das auch auf der Fahne geschrieben, uns zu unterstützen bei der Schaffung eines Radweges. Bis jetzt ist da nichts passiert und wir sahen uns jetzt gezwungen, praktisch nochmal mit so einer Aktion darauf aufmerksam zu machen. Ja, wir erhoffen uns, dass demnächst mal eine Reaktion des Landkreises passiert, dass man im Landkreis nun doch mal irgendwann dieses Radwegekonzept erarbeitet und vorlegt und vielleicht auch mal einen Plan, wann wo Radwege gebaut werden. Ich meine, dass wir den Radweg nicht jetzt in ein oder zwei Jahren kriegen, das ist uns auch klar. Aber wir möchten mal wissen, wie geht das weiter? Was ist da demnächst geplant? Der OB von Schönebeck versucht ja mit einer Maßnahme, einen alten, schmalen Radweg im Wald zu ertüchtigen. Bloß das kann auf die Dauer nicht die Alternative sein. Das ist zwar besser wie gar nichts, aber auf die Dauer geht das nicht. Denn wir machen jetzt diesen Radweg. Das ist kein diengerechter Radweg. Also kann man ja auch nicht richtig ausschildern. Das würde heißen, die Leute, die ihn kennen, würden langfahren. Die Fremden, die Touristen würden wieder auf der Straße fahren. Und vor allen Dingen, was ist in zwei Jahren? In zwei Jahren ist der uns wieder zugewachsen und dann fühlt sich keiner für verantwortlich. Weil dann der Landkreis sagt, ja, wir haben den nicht gebaut. Die Stadt Schönebeck sagt dann vielleicht, wir haben keine Maßnahmen mehr, kein Geld. Und wir stehen dann in zwei Jahren wieder hier, weil der dann geschaffene durch den Wald dieser Radweg wieder zugewachsen ist. Auf Nachfrage beim Landrat und Kreiswirtschaftsbetrieb in Schönebeck wurde darüber informiert, dass es am 20. August 2014 einen Ortstermin gab, bei dem sich Ordnungsamtsleiter der Stadt Schönebeck, Herr Liedecke, dem Vertreter der Initiative, Herrn Scheid, dem damaligen Ortsteilbürgermeister, Herrn Harwig, und dem Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises, Herrn Felgenträger, trafen. Nach Prüfung der drei möglichen Varianten eines Radweges durch den Wald, straßenbegleitenden Radweg, Neubau oder Ertüchtigung des ehemaligen vorhandenen Radweges parallel zur Straße kam man zum Ergebnis, dass die Ertüchtigung des ehemaligen Radweges aus Sicht von Genehmigung und Finanzierung am schnellsten zu realisieren ist. Daraufhin führte Landrat Markus Bauer persönliche Gespräche mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Revierleiter Dedo zu dieser Variante und man kam überein, gemeinsam sich der Umsetzung anzunehmen. Die Federführung übernahm die Stadt Schönebeck, da diese auch die entsprechenden Anträge zur Unterstützung an das Jobcenter gestellt hat. Der Forstbetrieb beteiligt sich an den Fellarbeiten und der Kreiswirtschaftsbetrieb im Auftrag des Salzlandkreises stellt Baumaterial für den Radweg zur Verfügung. Oberbürgermeister Knoblauch und Betriebsleiter Felgenträger waren am Ende der Veranstaltung noch persönlich vor Ort und konnten versprechen, dass nach der Bewilligung der Maßnahme durch das Jobcenter die fachliche Detailplanung und Terminabstimmung umgehend erfolgen. Das Ergebnis wird dem Gemeinderat mitgeteilt. Nach Lage der Dinge rechnet man noch in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Radweges parallel zur Straße. Weitere Neuigkeiten aus der Region gibt es wie immer hier bei uns in unseren Kurznachrichten zu sehen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Ab 1. Juni 2015 wird das Bürgerbüro der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117, das Stadtwerkehaus, neben den werktäglichen Öffnungszeiten nur noch jeden ersten Sonnabend im Monat Sprechzeiten anbieten. Im Monat Juni wird das Bürgerbüro am 6. Juni 2015 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Die Fassade des Rathauses wird vom 26. Mai bis 15. Juli 2015 gesäubert. Das dazu benötigte Gerüst wird am 26. Mai aufgestellt. Es kommt zur Putzerneuerung und zur Säuberung des Sandsteins, ähnlich wie schon an der Giebelseite des Rathauses. Durch diese Arbeiten wird es zeitweise zu Lärmbelästigungen kommen, die leider nicht vermeidbar sind. Ebenfalls kann es zur Sperrung des Rathaushaupteinganges kommen, sodass der Zugang auch für Besucher dann über den Seiteneingang am Breiteweg erfolgen muss. Die Volksschwimmhalle Schönebeck hat ab sofort veränderte Öffnungszeiten am Mittwoch. Da die Aquafitness entfällt, ist die Schwimmhalle zusätzlich Mittwoch von 19 bis 21.30 Uhr geöffnet. Wassergymnastik findet weiterhin montags, mittwochs und freitags zur gewohnten Zeit von 9 bis 10 Uhr und Bambino-Schwimmen donnerstags von 16 bis 17 Uhr statt.
In der Prager Straße kommt es aufgrund von Tiefbauarbeiten zu einer Sperrung des Verkehrs. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilte, sind Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Hausnummern 66 bis 70 vom 18. Mai bis zum 19. Juni eingerichtet. Die Stadt Schönebeck möchte darüber informieren, dass 2015 die Erneuerung der Sohlgrabenbrücke in der Götzker Straße im Zuge einer Maßnahme zur Beseitigung bzw. Minderung von Vernässung erfolgt. Mit dem Bau soll nach jetzigem Kenntnisstand Mitte 2015 begonnen werden. Die kalkulierte Bauzeit beträgt 4 Monate. Der Bau der Brücke erfolgt unter Vollsperrung. Rückfragen sind innerhalb der öffentlichen Sprechzeiten bei der Stadt Schönebeck Sachgebiet Tiefbau unter der Telefonnummer 03928 710 424 möglich. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am Anfang der Sendung erwähnte ich es bereits, unsere Kinder aus Schönebeck spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in unserer heutigen Sendung. Dazu mehr gleich nach der Werbung. Natürlich noch die Veranstaltungstipps und das Wetter. Also bis gleich. Sie suchen die optimale Ergänzung für Ihre Pflegevorsorge und wollen dazu noch staatlichen Zuschuss. Die HUK Coburg Krankenzusatzversicherung bietet Ihnen mehr Leistungen im Krankheitsfall, damit für Ihr Alter später alles geregelt ist. Wir finden das optimale Angebot für Sie. Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, um Sie auch zukünftig richtig abzusichern. HUK Coburg, aus Tradition günstig. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Am 1. Juni ist Kindertag. Bei Kiltz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 gibt es die passenden Geschenke für Kindertag und Einschulung. Mit einem Kinderbesteck und einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Oder wie wäre es mit einer Spardose, um das Taschengeld sicher zu verstauen? Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig bunten Design. Ein besonderes Angebot gibt es in den Monaten Mai und Juni. Hier kostet eine Kinderbesteckgravur nur 5 Euro. Außerdem haben wir geänderte Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Wickelbraten 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 30 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, Schweineeisbein 100 Gramm zu 30 Cent und gehackte Spieße 100 Gramm zu 80 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service.
Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. "73 Meter hoch und über einen Kilometer lang. Das 38-Millionen-Euro-Projekt des Neubaus der Elbbrücke in Schönebeck hat ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Begleiten Sie die gesamte Bauphase mit spannenden Bildern und interessanten Fakten. Erfahren Sie alles zur Konstruktion durch die DVD "Die Schönebecker Elbauenbrücke vom Rammschlag bis zur Einweihung". Erhältlich ist diese DVD bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck in der Bahnhofstraße 5. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung geht es nun weiter mit dem 4. Kinderfest bei Thomas Philipp Sonderposten hier in Schönebeck. Wieder einmal gab es ganz, ganz viel zu entdecken, spielen, basteln und hüpfen. Wir waren für Sie mit der Kamera vor Ort. Am 29. und 30. Mai in der Zeit von 10 bis 18 Uhr gab es das 4. Kinderfest von Thomas Philipp Sonderposten in der Kalbischen Straße 27 in Schönebeck. Es war jede Menge los. Die Zigeunerköche hatten angerichtet und zahlreiche Darbietungen von Tanz- und Sportgruppen ließen die Zeit recht schnell vergehen. Neben der Hüpfburg gab es das beliebte Kinderschminken, Mal- und Spielstraße, ein Fahrsicherheitstraining, Einblicke in die Polizeiarbeit, Denkspiele, Kuchenbazar und eine Tombola mit 2500 Preisen. Das Wetter passte, das Essen schmeckte, sodass alle eine schöne Zeit erleben konnten. Kommen wir zu unserem Gewinnspiel mit der Medium der Woche Aktion. In der zurückliegenden Woche gab es zahlreiche Gewinner. In dieser Woche sollen es auch wieder zahlreiche Zuschauer sein, die an unserem Gewinnspiel teilnehmen und dann am kommenden Freitag zum Gewinner gekürt werden. Zu gewinnen gibt es in dieser Woche die Bravo Hits. Ein paar Titel daraus möchten wir Ihnen dann am Mittwoch präsentieren, was Sie gewinnen können. Auch dann gibt es die Gewinnfrage. Also heute noch kein Gewinnspiel, dann erst am Mittwoch. Also diese Sendung einschalten. Natürlich gibt es weitere Veranstaltungen, die auf Ihren Besuch warten, sehr geehrte Zuschauer. Was in den kommenden Tagen alles so hier in der Region für Veranstaltungen für Sie da sind, sehen Sie selbst.
Die Faszination Wasser kommt nach Schönebeck. Vom 1. bis 26. Juni werden die 15 schönsten Bilder eines Online-Fotowettbewerbs des OEWA Wasser und Abwasser gezeigt. Die Jury würdigte besonders die Leistung der Schönebecker Hobbyfotografen Philipp Körner mit einem regionalen Sonderpreis. Seine leuchtend rote Elbebrücke über der hochwasserführenden Elbe dürfte in der Schönebecker Schau zweifellos ein besonderer Hingucker werden. Die Fotoausstellung wird in Schönebeck am 2. Juni um 17 Uhr im Solepark eröffnet. Alles Wissenswerte sowie Informationen zu den Bildern und Fotografen gibt es im Internet auf der Seite www.fotowettbewerb-wasser.de. Im Rahmen der Eröffnung der neuen Rampen möchte die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck am 5. Juni zu einem netten Nachmittag in den Skaterpark einladen. Von 16 bis 20 Uhr gibt es Leckeres vom Grill und kühle, alkoholfreie Getränke. Das begehrte Rolandfest wird auch in diesem Jahr durchgeführt. Vom 5. bis 7. Juni können sich alle Besucher auf ein tolles Programm freuen. Am Samstag, den 6. Juni, geht es musikalisch einher. Von 20 bis 2 Uhr sorgen ein DJ Ötzi-Double und Katja Bach, die die größten Hits von Helene Fischer präsentiert, für Stimmung. Auch am Montag gegen 9.30 Uhr wird es musikalisch mit Aufführungen des Shanty-Chor oder beispielsweise den Lennox. Das ganze Programm findet auf der Bühne beim Marktplatz statt. In Kalbe sorgt das Rolandfest für ordentlich Stimmung. Da darf natürlich Musik nicht fehlen. Was wäre da besser als zwei der größten Pop- und Schlagerstars aus Deutschland? Am 6. Juni ab 19 Uhr ist die Sommernachtsparty beim Marktplatz in Kalbe. Freuen Sie sich auf eine DJ Ötzi-Double-Show und auf Katja Bach, die die größten Hits von Helene Fischer singen wird. Das Programm wird zusätzlich von DJ Tornado unterstützt. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Der Shanty-Chor Schönebeck e.V. lädt zum ersten Schönebecker Treffen der Shanty-Chöre Sachsen-Anhalts ein. Am Samstag, den 6. Juni 2015 um 15 Uhr singen unter anderem die Seeteufel aus Halle, der Shanty-Chor des Magdeburger Seglervereins e.V. oder die Blauen Jungs vom Wipperstrand auf der Freilichtbühne des Biererberg in Schönebeck. Der Eintritt ist frei und für die gastronomische Versorgung sorgt das Restaurant Bismarckhöhe. Im Sommer 2015 kommt eine ganz neue Auflage des angesagtesten Farbfestivals nach Magdeburg. Mittelpunkt der Farbschlacht ist das Bad im bunten Farbpulver. Auf Kommando, dem Big Toss, wird das gefärbte Pulver in die Höhe geschleudert und rieselt langsam auf die tanzende Party-Crowd nieder. Der Clou: Für das Mega-Event am 6. Juni im Magdeburger Stadtpark können sich die Holy-Fans den Einlass zum Holy for Free über eine Registrierung auf www.holyfest.de sichern. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 3 Fanpakete für dieses Event. Rufen Sie uns einfach unter der 03928 40 57 70 an und mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste. Zur nächsten Führung in der Nabu-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße lädt die Nabu-Ortsgruppe Schönebeck alle interessierten Naturfreunde am Sonnabend, den 6. Juni, ein. Ab 10 Uhr wird Karl-Heinz Schuppe von der Nabu-Gruppe Schönebeck die Bedeutung des Geländes für den Naturschutz und für die Umweltbildung erläutern, Tipps für mehr Natur im eigenen Garten geben sowie die weiteren Planungen vorstellen. Die Führung ist kostenfrei, jedoch wird um eine Spende gebeten. Ein einmaliges Konzerterlebnis erwartet Klassikliebhaber am 11. Juli 2015 auf der Seebühne im Elbauenpark. Umrahmt von einem imposanten Licht- und Laserspektakel, gespielt von der nordböhmischen Philharmonie Teplice und exzellenten Solisten, präsentieren sich die berühmtesten und erfolgreichsten Chorwerke des 19. und 20. Jahrhunderts, gefolgt vom beliebtesten Werk ernster Musik der Orphischen Kantate Carmina Burana. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 2x2 Freikarten für dieses Event. Rufen Sie uns einfach an unter 03928 40 57 70 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de
und mit etwas Glück steht am 11. Juli Ihr Name auf der Gästeliste. Das Kinderprojekt des Schönebecker SC Fairplay ohne Grenzen wartet jedes Jahr mit tollen Veranstaltungen, Spielen und Camps auf alle sportbegeisterten Kinder aus ganz Schönebeck. Zum Inhalt gehören unter anderem die Förderung des Demokratieverständnisses und Toleranz unter Kindern und Jugendlichen. Die ersten Spiele wie Zocker oder Tischtennis finden bereits am Sonntag, den 26. April, im Lucky Fitness Sportcenter statt. Danach sind die Spiele dann jeweils am letzten Sonntag des Monats. Auch die begehrten Camps sind in diesem Jahr wieder dabei. Am 14. Juli ist das Tenniscamp, am 21. Juli das Fußballcamp, vom 3. bis 7. August ein Tanzprojekt mit Nico Hilger, am 7. August ein Kindertraining mit Sascha Poppendick und am 11. August das Boxcamp. Weiterhin sind auch spezielle Veranstaltungen geplant. Am 26. Juni findet das Familiensportfest im Stadion im Rahmen des Sole Cups statt, am 10. Oktober das 6-jährige Jubiläum von Fairplay ohne Grenzen, am 14. November ein Familientischtennisturnier und am 31. Dezember ein Silvesterlauf. Frank Wedekind, Vorsitzender des Schönebecker SC, und Dorena Lorenz, Projektleiterin, sind dabei erste Ansprechpartner für Fragen oder Anmerkungen. Die Telefonnummer 03928 84 58 61. Soweit die Veranstaltungshinweise und zum Ende des heutigen Regionalmagazins natürlich noch die Wettervorschau. Der heutige meteorologische Sommeranfang präsentierte sich kühl, nass und windig, doch daran wird sich einiges ändern. Zum Ende der Woche Temperaturen knapp an die 30 Grad. Mehr dazu jetzt in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Eine neue Woche hat begonnen. Auch das Wetter zeigt sich jeden Tag nun ein wenig sonniger. Am Dienstag scheint die Sonne immer mal wieder durch die Wolken hindurch. Der Himmel bleibt an diesem Tag nur leicht bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad und am Abend werden es 18 Grad. Mittwoch fangen die Morgenstunden schon sommerlich an. Die Temperaturen steigen von 19 Grad bis auf 23 Grad in den Mittagsstunden an. Zum Abend kühlt es sich dann wieder ab und die Temperaturen liegen bei 14 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es warm und trocken bei maximal 23 Grad. In den Abendstunden werden es dann 15 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiterhin bewölkt und die Temperaturen können bis zum Wochenende auf 30 Grad ansteigen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit endet unser heutiges Regionalmagazin am Montag, dem 1. Juni 2015. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und Zuschauen und darf Sie einladen, am Mittwoch wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.